Ja, herzlich willkommen. Ja, stell dir vor, du triffst mich auf der Straße und bevorzugt am Dom, wo ich stehe, zum Beispiel mit so einem T-Shirt oder einem Schild, wo ich Umarmung anbiete. Und ja, viele, viele Menschen gehen an mir vorbei und nehmen das gar nicht wahr. Viele Menschen sehen das, kriegen ein Lächeln auf dem Gesicht, wir tauschen ein Lächeln aus. Auch das ist ja eine Berührung und ja, ein Miteinander. Und ja, viele Menschen nehmen das in Anspruch und ja, umarmen mich. Manche machen das mehr aus der Idee heraus, dass scheinbar ich eine Umarmung brauche. Denn sonst würde ich da nicht stehen. Es ist eher andersrum, dass ich eben ja Umarmung anbiete für Menschen, die es gerade nötig haben. Und das ist ja ein Teil meiner Win-Win-Aktionen. Und ich wollte hier nur noch mal ein Video machen, um ja, darauf aufmerksam zu machen, dass ich so etwas tue und vielleicht noch Nachahmer finde. Vielleicht willst du auch einfach mal eine Aktion von mir besuchen. Das kannst du heute, wo ich das Video aufgenommen habe, am 1. Dezember 2023, gerne machen. Komm nach Köln in die Innenstadt an den Dom und da wirst du mich so ab 13 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, so 16, 16:30 doch auch finden. Ja, ist doch spannend, wie viele Menschen gar keinen Kontakt mehr haben. Und je größer die Stadt wird, desto weniger Kontakt ist da, desto mehr gehen wir so aneinander vorbei oder parallel nebeneinander, ohne irgendeinen Kontakt zu haben. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der dringendst Leute anspricht. Also ich werde jetzt nicht zusätzlich irgendwie sagen, hallo, möchten Sie eine Umarmung? Would you like a hug? Nein, dafür habe ich dann eben meine T-Shirts oder ein Schild, wo in mehreren Sprachen draufsteht, was ich anbiete. Ich finde, dass wir davon viel mehr wieder brauchen, damit wir miteinander leben können und das dann auch liebevoll miteinander haben. Und das ist ja eins meiner Ziele, dass wir ein liebevolles Miteinander ja wieder praktizieren und lernen, dass der andere auch nur ein Mensch ist, dass der vielleicht anders aussieht, dass der sich anders verhält, ganz klar, weil er ist ja nicht wir selber. Und von daher darf er natürlich anders ausschauen, sich anders verhalten. Natürlich wäre es schön, innerhalb einer Gesellschaft gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. Das heißt, das Erste eben, dass wir ein liebevolles Miteinander pflegen, dass wir nett miteinander sprechen und uns austauschen. Ja, Austausch überhaupt, das ist auch eine Sache. Manche Menschen, ja, sagen, nee, ich möchte keine Umarmung, aber ich finde die Sache toll und kommen ins Gespräch mit mir. Manche Menschen, ja, wollen vielleicht auch gerade nur jemanden haben, der ihnen zuhört. Und sich da mal die Zeit zu nehmen, das ja, finde ich sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir gemeinsam bereit sind, ja, etwas zu schaffen, mehr Freude in die Welt hineinzugeben. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dann komm doch mal vorbei oder ja, mach es doch auch, mach es mir nach und stell dich auch auf die Straße mit einem Schild.
sag hier, ich biete Umarmung an. Oder ja, lass dich ja von meinem Lächeln berühren zum Beispiel. Wäre auch ein Text, der gut ankommt. Und du wirst feststellen, wie viele positivere Reaktionen du bekommst. Und du wirst denken, warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht? Wie blöd war ich, dass ich da nur zu Hause gesessen habe und geschmollt habe und mich einsam gefühlt habe, anstatt hinauszugehen, weil es sind so viele Menschen unterwegs. Und ja, auch diese Menschen möchten einen Austausch haben, auch wenn sie das jetzt nicht gerade lauthals rausschreien. Und doch ist es so, dass sie auch sich danach sehnen, einen gewissen Austausch menschlicher Art zu haben. Vielleicht ist das ja für dich von Interesse. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und gebe dir gerne noch ein paar persönliche Tipps. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und lass uns ganz viel austauschen, liebevoll miteinander austauschen und ja, auch mal eine Umarmung. Und wenn du selber erstmal bei dir startest, dann bist du ja auch schon angefüllter und dann ja, kommen die Leute auch einfacher auf dich zu. Danke dir, Namaste, bis dann.